Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play South Park, The Stick of Truth. Im letzten Part haben wir uns haben wir jetzt ein bisschen in der Stadt umgeschaut, weil wir jetzt mit dem Wichtelstaub klein werden können. Und ja, dadurch, dass wir das jetzt können, haben wir hier viele, viele neue Möglichkeiten, uns umzuschauen. Jetzt einmal kann ich, glaube ich, hier zur Farm hinter, zur Ranch, denn ich glaube, da kann ich jetzt auch noch was machen. Bin mir aber... Ja, genau, in der Scheune konnte ich was machen. So, da wo die ganzen Nazi-Kühe waren. Einmal Wichtelstopp. So, was haben wir da? Hufeisen, Gold, eine Armbrust. 20% mehr Schaden per Bogen. Nee. Und das Honey-Bubu-Schweineherz. Yay. Schön. Okay. Dann haben wir hier jetzt eigentlich auch alles. Glaube ich. Ja, müsste ich eigentlich alles haben. Dann habe ich jetzt eigentlich wirklich fast alles. Hier kann ich jetzt... Ja, genau, das ist ja die Garage, wo nicht weiter aufging. Soll heißen Wichtelstaub. Und rein da. Da, Perücke, Graberde. Nee. Okay, dann haben wir das auch. Da ist nichts. Das ist das Haus von dem Star Trek Fuzzi. Das ist das Haus von Mr. Sklave, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja! Dann nehmen wir den mal kurz mit. I've got a little time for you if you need me to put somebody up my ass. Oh yeah! Okay, wir haben wieder Mr. Sklave. Einfach, weil ich halt gerade da war, weil jetzt kann ich ihn ja mal mitnehmen. So. Bei euch kann ich nichts machen. Nein, nein, nein. So, kann ich hier nach oben? Nein. Da muss ich erst über die Straße, weil ich möchte gerne eins nach oben. Besser gesagt nach unten, je nachdem, wie man das so sehen will. You're the new kid I've been hearing about. So. Na, kann ich jetzt irgendwann mal rum? Danke. Okay, dann jetzt mal hier nach rechts. Ach, da bin ich jetzt wieder da, wo ich wohne. Da will ich ja eigentlich nicht hin. Weil hier habe ich ja eigentlich schon alles gemacht. Bam, 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 bam. Da habe ich schon alles. Dann fahren wir jetzt einfach mal so. Dahin und am Ende gehen wir dann links, weil da geht's dann zu den Bullen. Wunderbar. Und dann müssten wir eigentlich auch schon ganz South Park wieder haben. So, irgendwo gibt's hier auf jeden Fall ein kleines Loch im Zaun. War das, ist es hinter dem Schneemann? Nein. Hallo, guten Tag. Wie geht's euch? Alles klar bei euch? Hey man, I'm having a thing later if you wanna come. So. B-b-b-b-bom. Na, wo ist denn? Da ist es doch. Da ist es doch. Hexenhandschuhe. Mit dem Feuerschaden um 20%. Ja. Schlüssel zum Schlafzimmer von Stollys Eltern. Oh. Wer ist Stolly? Was ist ein Stolly? Sagt mir nichts. Was ist ein Stolly? Das ist doch das Haus von Jimmy. Oder? Nee. Vielleicht ist es ja das Haus von diesem Stolly. Wer auch immer Stolly ist. Was ist ein Stolly? Noch nie gehört. Und... Oh, ich...
Nee, hier war ich schon überall. Ja. Schauen wir mal einfach auf die Karte, komm. Jimmys Haus, Clydes Haus. Ah doch, ist Jimmys Haus, okay. Ist sogar Jimmys Haus. Mein Haus. Butters. Cartman. Stan, Kyle. Das ist Mr. Slave. Jimmy. Keiner. Clyde. Craig? Ach! Dieser Kevin heißt mit Nachnamen Stolly. Ah! Sag er gleich zu den Eltern von Kevin. Dann weiß ich doch gleich, was Sache ist. Dann weiß ich doch gleich, was Sache ist. Ja, ich wusste das Loch im Zaun noch, aber ich wusste gar nicht mehr, was da drin war, weil ich es noch nie genommen habe. Ich vergesse es. Loch im Zaun eigentlich immer. Aber diesmal habe ich dran gedacht. Okay. Bam, 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 bam. Das müsste dann das Haus hier sein, oder? Das müsste eigentlich das Haus sein. Jo, genau. Mal schauen, ob ich da jetzt auch was Schönes drin finde. Irgendwas, was ich gebrauchen kann. Föderationsabzeichen. Steigert deine maximalen MP um 3. Ja, okay. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht klein werden. Hm. Ja. Bisschen was hier zu mitnehmen. Und warum genau hat man dieses Zimmer jetzt dazu gesperrt? Ja, war doch gar nichts Besonderes. Hm. Hier ist doch gar nichts Besonderes. Wegen diesen einen, meine maximalen MP steigen um 3, braucht man doch nicht gleich zusperren. So großartig ist es jetzt auch wieder nicht. Ja, guten Tag, hallo, dir auch einen schönen Tag. Okay. Dann, dieser Schlüssel hat mich jetzt ein bisschen durcheinander geworfen. Ach halt, hier sind gleich die Bullen, oder? Ja. Dann kann ich natürlich auch das anders machen. Da war ich schon. Dann habe ich jetzt eigentlich wieder so gut wie alles, oder? Dann müsste ich jetzt eigentlich wieder so gut wie alles haben. Mir fallen in South Park jetzt sowieso nur zwei Sachen ein, die ich noch machen kann. Okay. Mir fallen sowieso gerade nur zwei Sachen ein. Für das eine brauche ich etwas, das ich noch nicht habe. Und das andere ist eben das bei dem alten Sushi Wok, wo ich irgendwie nicht weiß, wie man das da bekommt. Und dann habe ich jetzt eigentlich alles, oder? That was so amazing, what you did for me. I won't forget it. Ja, ich müsste alles haben. Ja, ich habe alles, passt. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir zu Cartman. Oh, das Treffen ist bei Kyle, sehe ich gerade. Dann fahren wir eben zu Kyle. Kein Problem. Ah, Commander Douchebag has decided to bless us with his presence. Let's get started. Humans and Elves of Sauron. A great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over 4 stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he is...
You have something to say, wizard? Nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so our only hope is for our two factions to join forces. Fuck that! We do not team up with fucking elves! You got a better idea, wizard fatass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods, you think we'll ever trust you? Yeah, you tell a butter that was Jimmy's fault and he apologized. Oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, butter? Enough! Whether we are human or elf isn't gonna matter one bit if all of Zarlon is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde or there won't be a world to fight in! Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the Federation, and the girls. The girls? Kyle, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends, I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war! Huzzah! Ja. Das ist unsere geheime Fähigkeit. Need my help with any... Kyle und Cartman als Partner freigeschaltet. Schön, und Cartman eine Freundschaftsanfrage. Das ist doch schön. You need my services, Commander Douchebag? So, mit dir bin ich schon befreundet, bin ich mit dir schon befreundet? Noch nicht? We elves craft the finest shit in the land. Das ist schön, dass ihr das feinste Shit habt. Ich habe langsam das Gefühl, dass mein Handy jetzt bald mal explodiert, ey. Sag mal, ich krieg hier eine Nachricht nach der anderen. Okay, Kenny! Mit dir da oben, kann man mit dir nicht befreundet sein oder willst du nicht mit mir befreundet sein oder bist du einfach nur ein Arschloch? Ich glaube, du bist einfach nur ein Arschloch und willst nicht befreundet sein. Du hast halt einfach keine Freunde. Deswegen musst du auch da oben stehen, weil keiner mit dir irgendwas zu tun haben will. So, Cartman hat uns was Neues geschickt. Oh la la, wir haben schon mehrere. Bill hat geschrieben, du bist schwul. Ja, sag mal. Kyle, alle Krieger von Sarah und Lanion werden zu einer Notfallversammlung gerufen. Meldet euch sofort im Elfenwald. Mr. Shots, Stotch, du solltest wissen, dass mir die Sache mit Butters wirklich leid tut. So allgemein. es ist so geil. Und Cartman, du bist ein verdammter Verräter, Saftsack. Das mag ja ein Bündnis sein, aber es ist ein sehr zerbrechliches Bündnis. Aber ich habe mich doch dir wieder angeschlossen, Cartman. Was willst du jetzt gerade von mir? Soll ich ihn jetzt in den Mund nehmen oder was? Cartman, wir sind wieder Freunde. Alles okay. Und mit dir? Ich hab dich anscheinend. Anscheinend habe ich dich schon. Ja, ich kann mir das nicht wirklich merken, ob ich jetzt mit irgendeinem Facebook befreundet bin oder nicht. So, wen habe ich denn gerade als Begleiter? Stan? Nein, will ich nicht. Ich will gerade Kyle. Als Begleiter. Ja, wie machen wir das denn mit dem Mädchen? Ganz einfach. Wir müssen einmal hier links... Blöd, dass ich halt halb... irgendwie halb South Park nicht im Kopf habe. Hallo, willst du irgendwie mein Freund sein? Nein. Okay. Can you keep a secret? Neither can I. Das ist schön. So, ja, ich gehe jetzt mal hier lang. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Ob ich jetzt richtig bin. Bis jetzt sieht es ja schon fast falsch aus. Ich beam mich jetzt einfach mal mit Timmy. Ja. Und... Hey, Tatsache, ich bin richtig. Ha! Scheiß, die wandern, ich bin richtig. Ha! Wer hätte das gedacht? Ich bin hier tatsächlich richtig.
Ja, scheiß doch die Wandern, ich bin richtig. What is this? The boys want us to play with them? I do owe you one. I can take you to the girls, but I don't think they'll be very willing to play with boys. Do you wish to speak to the girls now? Wollen wir zu den Mädchen? Ja. The 412th meeting of the girls is hereby called to order. Sparkle, sparkle. Sunshine! Sunshine, sparkle. Millie Larson has the floor. If it pleases and sparkles, I move that we vote immediately on the urgent matter involving Monica Ryland. Yeah, right away! Excuse me, I'm sorry, but I have an urgent matter that I believe needs to be addressed first. The chair acknowledges Annie. Sunshine, sparkle. Annie Nitz has the floor. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. What request do the boys ask of us? He doesn't really talk. That's hot. The boys are playing some new role-playing game, and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that. Something very big happened, and we must do something. I know. I thought maybe he could help. Oh, that's not a bad idea. I glitter Annie's idea. Sunshine Sparkle, a motion has been glittered to have the new kid help with Monica Ryland. All right, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic. I'm not a whore. We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture, then tell her that you're Bebe's boyfriend from Lakewood, and you want to meet her and ask her what the best thing to get Bebe for her birthday would be, and see if Monica tries to hit on you at all, because that way, we can see if Monica is a manipulative bitch. Right. Do this task for us, and the girls will consider your request. Sparkle! Sunshine! Ja. Wer davon jetzt alles mitbekommen hat, ist gut. Okay, es geht auf jeden Fall darum, eine Schlampe ist hier und so viel habe ich verstanden. You'll find Monica waiting for you at the park. All you have to do is pretend to be Bebe's long-distance boyfriend. When the job is done, come see me. Okay. Whatever they ask you to do, remember, we need their help. The zombies came for the tacos, that's my theory. Wir haben, es ist wichtig, sage ich jetzt mal. Gut, dann geben wir uns einfach mal als Bibis. Freund aus dem Cartman hat etwas Neues gepostet. Saftzack, achte darauf, alle Läuse loszuwerden, bevor du zum Castle Cooper zurückkehrst. Ich finde Cartman genial. Willst du mit mir Freunde sein? Dann eben nicht. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. So, und hier müsstet ihr jetzt sitzen, hier hinten. Da ist er. Oh, hi. You must be Mike. So, you want to talk about Bebe, huh? Well, look, Bebe is my friend. I think she's really great. I don't know if she's the end-all be-all of girls. I mean, she's a little two-faced if you ask me. But hey, I've read a lot of your Facebook profile, and I think you're a really interesting boy. Aha! We knew it! You two-faced manipulative whore! What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah! Now we know you're a two-faced bitch! What do you mean? You guys are my best friends! Then why are you hitting on my Facebook boyfriend? We brought someone else who might be interested. Monica, what the fuck are you doing? Uh-oh. Hey, Jake. Have fun, you two-faced gank! Guys, wait! Please, come back! What's the big idea trying to fuck my girlfriend? Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand this. Ja, der Freund von Monika will sich jetzt mal ein bisschen mit mir kloppen, aber das soll er ruhig mal versuchen. Oh, du hast doch gar nichts. Gerade mal, du hast nicht mal 5000 TP, meine Güte. Das ist ja gar nichts. So. Dann, einmal wollen wir dich betäuben. Wunderbar, schön viel Schaden noch zugefügt. So, und jetzt nehmen wir noch die Beschneidesense. Oh. Okay, das ging schneller als ich dachte. I'm not hiding at the pond again.
Okay, neue Freundschaftsanfrage von Monika. Was schreibt sie denn Schönes? Hey, tut mir leid, dass Jake so ausgeflippt ist, aber ich werde trotzdem gern mit dir befreundet. Ach. Der schläft jetzt einfach ein bisschen. Der war nur müde und hat sich hingelegt. Okay. Können wir jetzt mal schneller machen hier? Und einfach mal wenigstens bis hier hinfahren. Dann geht es ein bisschen schneller, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt schneller geht, so rüberfahren oder hinlaufen, weil man ja die Ladesequenz mitberechnen muss. Aber wenn man die mitberechnet, ich glaube, dann kommt sogar ungefähr aufs Gleiche raus, oder? Keine Ahnung. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. All right, okay. Then, let's go. You know the drill. New kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two-faced bitch. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. You see, the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Right, so we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! Makeover! Umstyling? Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir spielen heute Makeover. Ein wunderbares Spiel hier für die PlayStation 3 erschienen. Für jung und alt und für Mann und Frau. Schauen wir uns jetzt einfach mal. Wir können hier wunderbare Perücken auswählen. Hier wunderbare, richtig sexy rote Haare. Oh yeah, braun, auch schön. Können wir hier eine Prinzessin machen. Auch ein bisschen brav können wir sein. Oder hier eine wunderschöne Frisur. Eine wunderschöne Frisur, ja. Ich würde mal sagen, wir entscheiden uns jetzt mal hier für die braunen Haare. Sehr sexy. Oh yeah, das ist doch richtig sexy, oder? Oh, das finde ich jetzt, das passt jetzt nicht so gut. Oh yes, oberheiß. Oh nein, es passt alles nicht, aber das ist doch mega sexy. Dann behalten wir das. Oh wow, das ist doch super sexy. Nein, das steht uns ja gar nicht. Das steht uns auch nicht. Nein. Aber das macht mich schon geil. Ein paar Schuhe hier dazu. Oh yeah. Wo wollen wir doch die hier? Das ist alle nicht so. Nee. Oh yeah, das sind die schon echt sexy. Ich glaube, die nehmen wir. Ja, und somit ist das Spiel auch schon vorbei. Ist ein sehr kurzes Spiel, wie man sieht. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich rate euch hier, kauft euch Makeover. Ein wunderbares, tolles Spiel für jung und alt. Und in diesem Fall, in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play. Makeover oder South Park? Eins von beiden. Sucht es aus euch. Sucht es euch aus. Für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.